über diesen geilen Direct-Chat, der überhaupt nicht laggy und scheiße ist. Genau so ein Gespräch, wie diese Typen auch mehr viel mal bei uns geführt haben. Meinst du den Bazar oder was? Ja. Habe ich ja teilweise gar nicht gehört, weil er einfach zu weit weg war irgendwie, das war ein bisschen behindert. Oh Mann, ey, das war auch so eine Day-Z-Session. Nee. Nee. Aber waren wir auf einem völlig anderen Server und hatten da 1000 Autos und hatten auf einmal einen Hubschrauber und dann war auf einmal ein Pizmi da und die haben wir fast getötet. Und dann wurden wir von Hackern getötet. Alle wurden von Hackern getötet. Ja, man muss schon sagen, dass unsere Begleiter auch Hacker waren. Ich glaube, ich bin Hipster, so wie ich aussehe. Du bist auf jeden Fall ein Hipster. Graue Schuhe. Ne, braun? Das ist braun? Das ist grau, sind die dumm? Schwarze Hose. Ja, sprich dich aus. Warte mal ganz kurz. Ich muss hier ganz kurz mal. Ist das eine Kippe? Ein Stift. Dass es ja noch verschiedene farbige Stifte gibt, ne? Als ob man sonst keine Probleme hätte. Ein Wollmantel. Jetzt ja, ein Beigen. Beigefarbe. Beige. Oh, ich hab den Super Sherlock-Mantel, ey. Ja, mit so 6 Knöpfen. Ja. Den hab ich auch. In braun? In braun. Alter, Partnerlook hier. Aber dazu habe ich noch einen blauen Fischerhut, so eine krasse Horrormaske und einen Baseballschläger. Kompetent. Würde vertrauen. Würde. Würde einschwängeln auf jeden Fall. Licht aus und einschwängeln. Oh Mann, ich will meine Waffe wieder haben. Zum Glück sind hier keine Zombies. Ich bin eh unzerstörbar. Mit Baseballschläger werde ich erstmal ohnmächtig kloppen, alle. Egal, wer mir über den Weg läuft, wird sterben. Da brauchst du ja nur ungefähr 300 Schläge mit. 400. Mindestens. Damn you! Und ab in die nächste Tür. Hallo! Ab in den Süden. Was soll ich da denn? Looten. Hey! Fernglas gefunden. Obwohl der Süden ist ja jetzt voll OP geworden, stimmt. Ich finde, wir sollten in den Süden gehen. Frage ist, bin ich jetzt zu weit gelaufen oder bin ich nicht weit genug gelaufen? Das jetzt nimmst du nur je? Was? Nee. Ist bei Berezino so eine Baustelle? Ja. Fette Bauhaus. Alter, ich sterbe gleich. Alter, Mann, mein Körper explodiert. Oh, die Tür kann man aufmachen. Lords. That's new. Ich brauche noch einen scheiß Dosenöffner. Das kann ich mein Döschen gar nicht öffnen. Oh Mann, ey, morgen werde ich wieder bei Theorie durchmachen, weil ich kein bisschen gelernt habe. Deprimierende Erkenntnis, wollte ich sagen. Du musst nur einfach deine Fragen nicht berichtigen, dann läuft das. Ja, hätte ich das letzte Mal nicht gemacht, dann hätte ich den Scheiß einfach schon durch, hätte jetzt schon meinen Führerschein, könnte Pascal schon tot fahren. Ah, ein Dosenöffner! Gott sei Dank. Und Milch. In Puderform. Ja, ich glaube, wir sehen. Alter! Ich glaube, wir sind mit dem Kran da. Ich werde den erstmal kontrollieren, ob du auch verdichtet, dass der Kran platzt. Mach das. Sonst kannst du den Scheiß gleich wieder abbauen. Dann ist Schluss. Hier Munition für Pistole. Feuerlöscher. Grüne Farbe. Nur Bullshit. Wie wär's mit einer Bazooka oder so?
Und eine Bazooka wäre cool, dann würde ich damit jemanden gerne in den Kopf schießen. Lol, zwei Ferngläser. Ich nehme die mal mit. Man weiß ja nie. Vielleicht muss ich meinen ganzen Scouter-Trop ausrüsten hier. Cock? Ja. Scouter-Cock. Wenn nächste Woche Samstag, dann kannst du doch, wenn du gutes Wetter hast, mit dem Motorrad fahren, oder nicht? Nein. Warum nicht? Weil daran mein Motorrad nicht mehr funktionstüchtig ist, weil ich gerade was umbaue daran. Mann, Mann, Mann. Junge, 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 Junge. Jet Komm Engine baust du da rein. Guck dir die Scheiße an. Kramplätze müssen verdichtet sein. Jet Engine kommt da rein. Wie bitte, Pascal? Baust du da rum? Ja, ich baue daran rum. Oder was hast du gefragt? Was weil... baust du da rum? Also, das hab ich nicht gehört. Kettenrad und so will ich gerade erneuern. Das dauert nicht lange eigentlich, aber ich habe im Moment keinen Bock, das zu machen. Wahrscheinlich brauche ich auch einen neuen Reifen, weil da mal wieder die Luft rausgeht. Und mit 0,5 nicht so gut. Und mit 0,5 Bar, wie ich letztens gefahren bin, war das echt unangenehm, muss ich sagen. Du hast ein bisschen schlaksig, das kenne ich von meinem Auto. Das ist sogar sehr, sehr schlaksig. Denkt man sich so, ein bisschen komisch. Ich bin so in eine Kurve gefahren, dachte so, echt komisches Kurvengefühl, so, weißt du, so besonders tief sogar. Ich dachte so, irgendwas ist hier total komisch. Das war auch da, wo ich mit Pascal denn nach irgendwo hingefahren bin. Was geht's denn drauf? Komm, das ist ja schon die halbe Miete, da bist du fast schon in Soltau. Ey, ist einer von euch in an der Baustelle? Nö. Hallo. Hallo. Oh, oh. Da unten läuft einer lang und Zombie läuft ihm einfach hinterher. Fordere ihn zum Faustkampf heraus. Warum? Ich hab einen Baseballschläger. Das hat ja gar keine Ehre. Ja, man kann sich jetzt übrigens in Soltau gar nicht mehr im Kino überall hinsetzen, wo man will, ne? Nee. War dann geschlagen. Ja, man muss ja jetzt auch reservieren und so einen Scheiß. Man kann, aber man kann sich doch dann trotzdem da hinsetzen, wo nicht reserviert ist, oder nicht? Ja, aber wenn dann jemand kommt, der den Platz für sich beansprucht hat, dann gibt's Geficke. Jetzt gibt's Krieg. Ich hab diesen Platz beansprucht. Hatte ich schon übelst oft gehabt, dass wir uns da irgendwo hingesetzt haben, aber man kam ja gedacht, da sitz ich. Dann solltet ihr vielleicht mal drauf klarkommen, hierher zu kommen und dann kann man das ja auch schon mal buchen. Ja, ich komme ja so oder so, das ist ja keine Frage. Echt, wie machst du denn das mit dem Flugzeug oder? Nee, ich fahr jetzt zu meinem Vater übers Wochenende. Ach was. Ja. Was heißt du fährst zu mir übers Wochenende, meinst du? Ich hab mir Samstag extra freigenommen. Alter! Warum da gerade jemand auf dich geschossen, schon wieder geschossen. Okay, ich hab's gehört. Alter! Wo bist du, René? Im Krankenhaus. Junge, ich kann ja eigentlich fragen, ob mein Vater dich mitnimmt, aber wie kommst du dann wieder nach Hause? Fliegen. Naja, die Frau, warte, ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, sonst krieg ich gleich einen Kopfschuss. Hier liegt ein Toter übrigens. Das ist Georg. René, wie komme ich denn jetzt von hier aus am schnellsten zum Krankenhaus, damit du auch mit erschossen wirst? Fick dich, ich lauf jetzt erstmal weg. Lalala. Wo bist du denn, René? Weg. Ich war beim Krankenhaus, aber jetzt laufe ich gerade weg, damit niemand weiß, wo ich bin. Untere Krankenhaus? Oberes. Okay. Ich bin unten in der Stadt, in Apartments. Ja, da will ich jetzt auch hin, weil in der oberen Stadt gibt es einfach keine Waffen. Hier gibt's auch nichts. Und alles weggelootet. Bullshit. Was ist denn das für eine Scheiße? Was hast du denn hier für einen Scheiß-Server ausgesucht, Pascal? Ich hab hier doch schon, ich hab gerade, bevor ich gestorben bin, hier schon mal durch die Stadt gelootet. Was mache ich denn hier? Ja, auch nicht. Was machen wir denn da? Warum war ich eigentlich gleich? Möglich. Ich sollte vielleicht mal was essen, wo? Weil ich muss Freitagabend noch arbeiten, das heißt, ich werde Samstagmorgen erst kommen. Georg, da kannst du, oder Samstagmittag, da kannst du eigentlich mitfahren, wenn du willst. Meinst du, dein Papa erlaubt mir das? Ja, ich muss ihn fragen halt. Die Frage ist, ob ich das erlaube. Oh nein! Bin ich denn bei René? Nee. Das ist klar, ich komm dann, also am 16. bin ich krank. Das ist noch nicht mal der 16., das ist der 18. glaube ich. Oder der 17. Wir sind nicht im ersten Tag? Alter! Donnerstag, also das ist ja der erste nein, Tag. Nein, Ludwig wird geschafft! Ich hab's gehört. Nein, ich versteck mich hier und esse ganz in Ruhe. Wieso auch nicht mit out? Oh nein. Wieso nicht mit out? Oh nein. Lass mich out. Outpeace, ich bin draußen.
Out, ich bin Peace. Out, ich bin draußen. Okay, ich bin jetzt gleich in der... Oh nein! Der Typ kann nicht schießen, der Typ kann nicht schießen. Okay, und meine Framerates sind auf 5. Normal für Daisy. Also der ist dann ganz schön eingeschlagen. Hier kann er mich doch nicht. Ja, die Schüsse aber. Oh, eine Machete habe ich gefunden. Die habe ich auch, ey. Ich glaube, die ist nicht so effektiv. Kann man werfen. Hey, cool, hier ist cool. Kann man oder? Werfen? Ja, aber wenn man die Physik hat, dann kann man die auch schon werfen. Ich glaube nicht, dass es so effektiv ist. Wie in Dead Island. Ist das da effektiv? Das habe ich nur einmal gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und eingeschlängelt. Eingeschwängelt. Ich habe mich immer reingeschlängelt. Schlängel nicht einfach irgendwo rein. Oh, hier ist ein Rucksack. Das ist doch mal sehr, sehr, sehr geil. Wieso hast du noch keinen Headshot gekriegt? Weil ich... So, René, wo treffen wir uns hier? Kann ich nicht sagen. Kommt Georg dahin. Bringt seinen Freund mit. Nee, der verfolgt mich schon nicht mehr. Ich habe keinen Schuss mehr gehört. Gleich. Wir haben wohl den Schuss nicht mehr gehört, wa? Den letzten Schuss auf jeden Fall nicht. Aber bestimmt auch nicht das Geficke da unten bei den Apartments, oder nicht? Ah, Georg. Na? War das nicht an dich adressiert? Anscheinend nicht. Nee. Nee, das war nicht auf mich. Ich bin im Haus, man kann mich gar nicht sehen. Das kommt, glaube ich, vom Betonbunker. Ich will jetzt gar nicht aus dem Haus gehen. Jetzt finde ich hier nirgends so eine Waffe, ey. Da müssen wir gleich weiter in den Norden, oder was? Voll gay. Voll lächerlich, oder? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Wir können natürlich auch den Server wechseln. Nein, warum? Wenn man da was findet. Ich glaube, die Schüsse sind Server Hopping. Ja, aber das ist ja so eine halbe Stunde Server Hopping oder so. Das ist ja kein Server Hopping, das ist nur... Hier ist kein Loot, also gehe ich doch mal lieber woanders hin. Aber wir können auch im Norden laufen, wenn du das möchtest. Muss Georg mal seinen Arsch hierher bewegen. Hat jemand von euch noch keinen Rucksack? Alle haben einen Rucksack. Alle. Aber ich habe hier noch so einen kleinen, schönen Rucksack. Ich bin im Supermarkt. Ich bin in Downtown. Downtown Girl. Pascal ist ein Downtown Girl. Hier liegt nur Scheiße rum. Da ist eine Pepsi. Gekauft. Eine Maske will ich nicht. Das sehe ich aus wie ein Schwein. Ist ja so schon schlimm genug. Das Kai war schon überall drin, hat er gesagt. Überall war er schon drin. Alles hat er schon. Ich bin beim Platz mit dem Panzer. Ja, wir sind immer noch Downtown. Das sag ich nur, damit ihr mir sagt, wie ich da hinkomme. Einfach Downtown halt, ne? Ich weiß nicht, find mir hier gar nicht so richtig. Ich hab Angst, wenn ich irgendwo langlaufe, dass ich einen Kopfschuss kriege. In Bewegung bleiben. Passt schon. Ich glaube, du hast nicht ganz zufällig... Schrotmunition. Ganz zufällig. Das ist ganz zufällig nicht ansprechbar. Ganz zufällig. Habt ihr euch schon gefunden oder was? Nein. Hört ihr mich? Vielleicht. Schlecht. Was ist das denn für ein Pulli? Cool. Jetzt? Ein bisschen, ja. Das Theater. Also ziemlich schlecht. Was macht der denn da schon wieder? Und jetzt? Jetzt kann man dich verstehen. Nächste Woche ist ja dieses scheiß Theater, Georg. Ich hab dich gefragt, ob du Schrotmoney hast. Du hast mir noch nicht geantwortet. Nee, ich habe ja auch Georg was gesagt. Ja, und ich fahr doch da gar nicht mit. Warum nicht? Am Fußballspiel hab. Hat er auch nicht mit. Bis
gerade auch ein Fußballspiel. Hey, muss bei meinem Vater bleiben. Muss bei ihm bleiben. Also ich komme wirklich nicht mehr dabei, das glaubst du ja wahrscheinlich. Ich auch nicht. Du hast das schon bezahlt, oder nicht? Und? Dann fall ich mein Geld zurück. Ich will all mein Geld zurück. Ja, sonst kann ich nicht irgendwann mal wieder dahin fahren, weil die nächsten zwei Wochen muss ich dann Samstag arbeiten. Das ist jetzt schon... Ja. Alter. Was, lass ich mir doch nicht so ein scheiß Musical da. Habe ich sowieso keinen Bock hin. Was? Das ist bestimmt das beste Musical überhaupt. Nö, ja, also ich kann ja wirklich, ich gehe ja wirklich nur nicht hin, weil ich da Fußball spiele, aber ich benutze das Fußballspiel nicht als Ausrede, weil ich keinen Bock drauf hab. Junge. Junge! Ich fahre zu meinem Vater. Das ist ein bisschen wichtiger als ein Fußballspiel. Was denn? Junge? Vielleicht will dein Vater das auch nicht. Vielleicht siehst du ihn deswegen nicht mehr so oft, Pascal. Übertreib's nicht. Jetzt spielt er in die harten Karten aus, ey. Beweg mal lieber deinen Arsch hier runter. Treib es nicht so weit, Pascal. Treib du es nicht so weit, Georg. Treib Pascal. Dir es nicht so weit, ihr Schweine. Treib okay. Es nicht Kick so weit, ich verdammt Pascal. Vom TS und dann bin ich hier allein und hab Spaß. So. Du musst nicht so weit treiben, Pascal. Du bist ein fetter Provokant. Ein fetter Provokant. Ja. Das sagt er ja zu mir immer, ne? Bist du? Auch? Du bist ein Lappenprovokant. Ah, halt dein Maul, du fetter Hurensohn. Dein Maul, fetter Hurensohn. Ach, das ist geil. Das geil ist richtig fett. Ich krieg das Gatter nicht auf. Nee, also ich bin ja richtig Läuft fett. Läuft da gerade einer an mir vorbei? Nö. Hat einer schwarz und schwarz an? Ich brauche jetzt Antworten, das ist tödlich. Ich bin da. Du bist schwarz gekleidet, ganz schwarz. Hey. Ja, danke. Hat eine komische Schiebermütze auf. Da kommt einer zu den Apartments gelaufen. Zu den unteren? Ja. Und ich habe Munition gefunden. Das heißt, alles, was mir jetzt vom Weg läuft, kriegt so auf die Fresse, dass es tot ist. Nee, wo bist du denn jetzt? Immer noch downtown. Aber da bist du gar nicht, ich finde dich da nicht. Ja, ich möchte auch gar nicht gefunden werden. Ich bin in der Hood drin, mit meiner Schrottflinte. Zieh auf ist die Tür. Ist es in der unteren oder in der oberen Stadt? Wer? Na du. Ich bin in der unteren schon die ganze Zeit. Da rennt einer auf der Hälfte der Stadt, hat eine übelst harte Waffe. Übelst harte Waffe. Ich weiß. Hab einen Kopfschuss gekriegt. Du hast nicht wirklich einen Kopfschuss gekriegt. Hast du auch verdient. Nee, warum habe ich das dann verdient, Pascal? Ich hab hier gerade jemanden essen gehört. Da rennt gerade einer zum unteren Supermarkt. Es gibt einen unteren Supermarkt? Ja, den da auf der Höhe der mittleren Apartments. Oh, hab noch Munition gefunden. Was ist das? Oh, eine 1911. Cool. Ich hab rote Kette, das ist gar nicht gut. Ja, aber hier rennt einer mit einem M4 rum. Ja, den fick ich weg. Kannst du mir genau sagen, wo der ist? Mal wieder aufzuspüren. Ich möchte jetzt eigentlich ungern direkt wieder weggesnackt werden. Der eine ist, glaube ich, oben auf dem Krankenhaus drauf. Hä? Auf dem Krankenhaus? Ja. In der oberen Stadt aber. Ja. Auf dem Kleinen. Ja, das interessiert mich da hinten, ey. Das ist ja wohl keine Gefahr. Ja, aber der legt sich, glaube ich, gleich mit dem Typen mit der M4 an. Boah, das wäre okay. Ich glaube, ich hab den geschossen. Läuft er mit der M4 in die Richtung, oder was? Ja. Dann ist er abgedriftet, als auf ihn geschossen wurde. Okay, wo bin ich denn hier? Aha. Georg. Wo ist denn Pascal überhaupt? Ich renne jetzt wieder runter zu dir. Die Frage ist, wo bist du? Hier liegt ein Toter vor dem Eckhaus. Jetzt, wo das frühere Militärlager mal war. What? Da bist du, okay.